Servus und willkommen zu meinem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal. Es gibt mal wieder Factorio Fast Vanilla. Ja, was heißt Fast Vanilla? Es sind Mods drin, aber wir versuchen so nah wie möglich am Grundspiel zu bleiben. Sind aber doch ein paar Sachen dabei, zum Beispiel, dass man was schneller machen kann. Werde ich jetzt gleich mit euch durchgehen. Was passiert ist in dieser Folge? In dieser Folge erkläre ich euch, welche Mods das ich drin habe. Und wir erstellen die Map. Also das heißt, wenn ihr auch schon euch mit den Mods auskennt oder euch das nicht interessiert, kein Problem. Schaut euch die nächste Folge an. Dann geht's standardmäßig los. So, welche Mods haben wir alles drin? Wir haben drin Advanced Fluid Handling. Dann haben wir drin Advanced Solar High Resolution. Das heißt, bessere und größere Solarpanels. Dann habe ich drin Belt Balancer. Dann habe ich Belt Layer drin. Das heißt, man kann im Untergrund nochmal eine komplette Belt halt ablegen. Dann habe ich jetzt drin den Adjustable Insert Mod. Das heißt, man kann einstellen oder beziehungsweise man kann erforschen, dass er halt ein langer Greifarm ist, ein kurzer Greifarm ist, dass er nur viertelt macht, halb macht oder sogar sogar schräg und so weiter. Und ich glaube sogar zwei Felder weit. Also das ist einer meiner Mods, die immer drin sind. Weil ich finde, das ist ein Teil, wäre ich sogar dafür, dass das Vanilla-mäßig drin wäre. So, dann habe ich noch die Assembler-Maschinen drin, weil Vanilla-mäßig gibt es bis 3, dann gibt es 4, 5 und 6. Dann die Library, die braucht man, sonst laufen die anderen nicht. Dann haben wir bei Logistik, haben wir dann auch drin, dass es auch hier bei der Logistik 2 Tiers mehr gibt. Ihr seht, Bob Metals und Ores ist nicht an. Und dann bei den Mining gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten. Dann habe ich alternative Texturen drin. Dann haben wir die Module drin. Da gibt es dann nämlich auch mehr Möglichkeiten. Beim Power ist es dasselbe. Bottleneck ist ein Mod, der uns anzeigt, wie ausgelastet die Maschinen sind. Das ist ein Taschenrechner. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Mod. Schöne Vanilla-Grafik. Minecraft-Grafik? Vanilla-Grafik. Ja, genau. Ja, ist Vanilla. Genau, was macht der? Der sortiert einfach Sachen im Inventar in der Kiste zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt da drin hätte Kohle, Eisen, Kohle, Kohle, Kohle und ich mache die Kiste auf mit dem Mod, habe ich dann Kohle, 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 Kohle und dann Eisen. Bessere Übersicht, finde ich. Dann habe ich drin den Deadlocks Stacking Belt Boxes und Compact Loaders. Das heißt, man kann hier nochmal stacken. Ich habe momentan eingestellt auf 25. Dann habe ich Dectorio drin. Und ja, darauf kommen wir dann am Schluss. So, dann habe ich Event Distribution drin. Das ist... Damit kann man dann sozusagen Maschinen in der näheren Umgebung füllen. Das kann man einstellen. Ich glaube, standardmäßig ist 1000. Ich glaube, ich habe bei uns oder bei mir jetzt auf 50 gestellt. Dann gibt es diese Textplates. Das heißt, man kann sogar die Sachen beschreiben, wo man ist. Dann gibt es einen GUI-Mod. Factory Library ist klar. Standard Library ist auch klar. Dann habe ich meinen Factory Planer drin. Dann habe ich Flow Control drin für Bob und für Normal. Dann habe ich Fluid Permutations drin. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Mod. Das heißt, man kann die Ein- und Ausgänge von den Flüssigkeiten ändern und wechseln. Ist nämlich mal ist total schön, wenn du sagst, du hast jetzt unten einen Wasseranschluss und dann bei der nächsten und dann stellst du die nächste Maschine drunter. Und dann müsstest du das umständlich machen und dann sagst du einfach, nee, schlägst den um und dann machst du ein Rohr rüber. Also ist klar. Dann ist Factorio NEI. Dann eine GUI-Einstellungssache. Dann Hellmod. Dann habe ich einen Lagerhaus-Mod drin. Dann habe ich die Merging Chests drin. Das heißt, man kann dann Chests miteinander verbinden.
Dann habe ich noch Module Türme drin. Dann habe ich einen Stack Size Multiplier drin. Den habe ich aber jetzt auf 5 eingestellt. Weil 50 Kohle ist dann, ja, man muss halt zu viel laufen. Also, das ist nicht, dass ich nicht laufen will, sondern dass ich halt, wenn meine Öfen halt momentan auf Kohle basierend noch laufen, und du hast halt nur ein Stack von 50 und tust die halt einsortieren, dann schmeißt der nur standardmäßig 25 rein. Und ja, da wollte ich ein bisschen mehr haben. Es sind 250, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. So, das sind zwei Libraries. Was die genau machen, weiß ich noch nicht. Dann haben wir einen Pipe-Layer. Das heißt, dasselbe, was man mit den Bändern hat, hat man auch mit Pipes. Quality of Life, das sind ein paar schöne Funktionen mit drin, wie zum Beispiel, man kann die Reichweite von sich vergrößern, man kann schneller laufen. Das ist halt auch vor allem immer mit Forschung verbunden. Das ist für mich wichtig. Ich habe schon gesagt, ich hätte auch ein Stack, also Stack Size Vergrößerung. Hätte ich auch gern, wenn ihr einen kennt, einen Mod, wo man das als Forschung machen kann, dass man die vergrößern kann. Hervorragend. Könnt ihr mir sofort unten reinposten. Wird installiert, ist beim nächsten Mal mit drin. So, dann habe ich einen Resource Map Label Marker. Das heißt, der zeigt einen an, wie groß und was das ist. Dann habe ich Resource Spawner Overhaul. Das heißt, man hat am Anfang geballte in der Nähe die Erze, aber die sind dann etwas weiter weg. Auch die Basen von den Viechern sind, glaube ich, ein bisschen weiter weg. So, dann haben wir Shortcuts. Das heißt, man hat hier mehr Auswahl. Dann, ja, wie weit, dass die Bänder unterirdisch laufen. Dann auch ein das Squeak-Through ist für mich auch ein sehr wichtiger Mod. Denn dann kann man mal auch an den Solarpanelen vorbeilaufen oder über die Pipes drüber steigen oder drüber hüpfen oder wie auch immer. Dann hat man noch einen Stack Size Tooltip, das heißt, man sieht hier unten, wie groß der Stack Size ist. Dann haben wir nochmal Text Plates drin. Dann habe ich jetzt erstmal die Updated Construction Drones drin. Und genau, das sind so kleine Roboter, die auf, dass man die halt Ära hat. Weil ich dann später auch nochmal was dazu sagen. Genau. So, dann haben wir Upgrade Builder und Planner. Das heißt, man kann dann hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt einzelne Segmente upgraden, ohne erstmal lang drüber latschen zu müssen. Dann habe ich noch drin Underground Powerlines, ne? Wenn man die Bänder und die Rohre unterirdisch hat, dann muss auch Strom unterirdisch möglich sein. Dann ein sehr wichtiger Mod, Vehicle Snap. Das heißt, bei Factorio ist es ja leider so, wenn ein Auto geradeaus fährt, fährt es leider nicht geradeaus, sondern leicht besoffen, sondern es fährt immer ein bisschen immer weiter rüber und da muss man halt immer wieder nachjustieren. Verhindert der. So, dann habe ich noch Warehouse Compressing mit drin. Die Warehouses habt ihr schon gesehen und dann kann man die eben kleiner machen. Dann habe ich, dass die Roofs noch ein bisschen angepasst werden. Das heißt, man kann hier hinten entlang auch noch was verlegen. Und dann haben wir noch als letzten und für mich auch sehr wichtigen Mod Charm. Der zeigt einen in-game an, wie viel Ressourcen man hat. So, dann habt ihr einen Mod gerade gesehen, der heißt Dummy Mod. Ist für mich jetzt nur Rumspielerei, dass ich es verstehe, was da man alles machen muss. Aber ihr seht, ne, Autor. Also ich bin dabei gerade sozusagen beziehungsweise ein oder zwei Mods zu machen, der auf nicht auf dieses Pack, sondern auf das nächste dann auch abzieht. Das heißt, da wird dann auch Bob mit drin sein, Angel mit drin sein und dann kommt halt diese zwei Mods zum Tragen, dass halt dann so eine Art Balancer drin ist, dass man halt zum Beispiel merkt, ah, okay, da gehen irgendwelche Schaltkreise nicht.
dass man das halt dann sozusagen über diesen Mod dann ändern kann. Genau. So. Und genau, ich habe noch was gesagt über die Construction Drones. Ich finde die klasse, ich finde die super. Sie sind ein bisschen mächtig, habe ich festgestellt. Über die Reichweite. Aber nur die Reichweite. Der fährt 150 Blöcke vorher los. Ich habe schon gesagt, den Mod auch ein bisschen abgestuft, dass man schon eher da benutzen kann. Wenn ihr da auch Tipps und Tricks habt, unten reinschreiben, freue ich mich drauf. So, dann war das mal das. Dann habe ich hier noch ein paar Mod-Einstellungen. Das Wichtigste ist eigentlich, genau, wir machen mal die Grundeinstellung. Alles, was, glaube ich, geändert wurde, ist farblich. Genau, also Stack Size habe ich geändert von 5, glaube ich, was standardmäßig ist, auf 25. Ist kein. Ja, das heißt, ich habe halt 25 Stück drin und er rechnet das, glaube ich, auf die Stack Limit ab. Also das heißt, man hat nicht mehr. Man kann es nur kompakter transportieren. Sonst hat es keinen Vorteil. Ist wirklich nicht zum Lagern, sondern nur wirklich Transport. Genau, auf 25. Und das, was ich noch geändert habe, ist genau die Stapelgrößenmultiplikator ist auf 5. Was ich halt gesagt habe, das genau mit den Möglichkeiten. So, und dann hat mir hier halt noch Shortcuts mit drin. Die kann man halt auch an- und ausschalten. So, ich glaube, ich habe noch die Shortcuts. Oh, Spieler. Genau, Kartenmitte. Ich möchte, dass das auf dem Charakter ist. Die Range ist 500 oder, nee, sagen wir mal 250. Das heißt, wie groß ist der Grid? Und ich möchte ihn haben auf 50. So, ich bestätige das mal, weil da lädt er auch nichts. Und ich habe die Musik mal im Hintergrund ein bisschen mitlaufen, so noch nebenbei. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ist zu laut, zu leise, dass ich es halt anpassen kann für die nächsten Folgen. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal hin zurück, wir gehen auf Einzelspieler, wir machen ein neues Spiel, wir möchten ein freies Spiel machen. So, ich den Kartenseed, der ist mir gleich egal, aber ich möchte bitte kurz zum Kartenaustausch importieren. Genau, das habe ich mir mal schön brav schon mal rauskopiert, denn wir möchten die Grundeinstellungen haben, bestätigen. So, das da ist mir egal, aber wir haben Steine ein bisschen reichhaltiger, rohen Öl ein bisschen reichhaltiger, häufiger, mehr nicht. Das Geländer ist Wasser, Bäume ist gleich. Die Klippen habe ich ausgemacht, weil die nerven wir jetzt erstmal fürs erste Spiel. Können wir ja beim nächsten dann anmachen. Können wir mal verklickern. Mögt ihr Klippen, mögt ihr sie nicht? Wie gesagt, schön in die Kommentare schreiben, freue ich mich drauf. Vor allem dann drauf kann man reagieren. So, die Größe des Startgebiets ist riesig, weil wir möchten am Anfang ein bisschen Ruhe haben. Es wird jetzt kein Rush, sondern ich versuche gemütlich auch ein bisschen was zu lernen, weil ich bin viel zu chaotisch bei Factorio, habe ich festgestellt. Und da wollen wir ein bisschen ja besser werden. So, erweitert habe ich. Nein, bei den Feinden habe ich genau, habe ich den Zeitfaktor, den Zerstörungsfaktor und die Umweltverschmutzungsfaktor, ich glaube, halbiert. Oder gefällt? Auf jeden Fall runtergedreht. Das heißt, wir haben wirklich gemütlich Zeit. Können wir bei den nächsten Male dann immer erweitern. Genau. Schwierigkeitsgrad normal, alles gut. Und ich hätte gesagt, wir starten die Map. Ohne uns sie vorher anzugucken. Wollen wir nicht wissen. Wir wollen die Map sehen.
So, herzlichen Glückwunsch, wir sind gebruchlandet. Alle, die dabei sind, sehen mal jetzt, was wir alles hier haben. Wir haben Kupfer 410.000, 296.000 Kohle, 167.000 Stein, Mich, ein bisschen Eisen, ein bisschen Öl. Mehr ist es nicht. Wir haben einigermaßen Bäumchen da. Genau, ich habe das alles noch eingestellt auf 4 Stück. Weil die brauche ich. Und hier habe ich dann drüben die ganzen Pläne und so weiter und so fort. Was man halt, da habe ich auch eine riesen Auswahl. Darum habe ich mir auch 4 Stück mal aufgemacht. Genau. So, das war's für die erste oder für die nullste Folge. Wir haben die Karte erstellt. Ich habe ein bisschen was über die Mods erklärt. Wie gesagt, wenn ihr Tipps, Tricks habt für einzelne Mods, schreibt es mal rein. Und dann sehen wir uns beim Start vom Spiel. Bis zur nächsten Folge. Danke. Ciao.